sagen, ich habe es vorhin schon gesagt, einer der Höhepunkte des Stalin-Kultes kam nochmal nach seinem Tod. Er starb im März 1953 und dann weckte das offensichtlich den Bedarf nach weiteren Stalin-Monumenten in der DDR. Und das, was Sie hier sehen, ist eine Monumentalbüste aus Gera. Die hat da in Gera im Stalin-Park am Stalinsee gestanden und wurde dann 1961 wahrscheinlich demontiert. Also wir zeigen hier beide Seiten des Stalinismus. Wir zeigen die Propagandaseite letztendlich, die Phänomene des Stalin-Kults. Wir zeigen Motive und Objekte dieses Kultes, die ganze Bandbreite der Propagandamittel. Aber wir zeigen auf der anderen Seite genauso die Opfer des Stalinismus als repressives politisches System.